Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt es gelesen, es wird immer schlimmer. Wir wollen in die Detailtiefe gehen und zwar wann? Nach dem Intro. Ja, ihr habt es gelesen, mein T-Shirt, das spricht Bände. Ich habe ja mal böse Kommentare bekommen, dass man so ein T-Shirt in einem Video nicht anzieht, aber... Im Moment fühlt man sich so, ne? Sorry Leute, es ist gerade dieses Gefühl, was wir haben. Wir haben ein Unmachtsgefühl. Wir wissen ehrlich gesagt gerade nicht, wie es weitergeht, ne, um die Bombe platzen zu lassen. Aus einer Rechnung, die vor... einer Woche bei 10.000 Euro war. Für das Erneuern der ganzen, Dieselanlage sozusagen. Genau, ist jetzt, und zwar vor zwei Tagen, wir haben heute Sonntag, das heißt, ihr seht dieses Video relativ live dann auf dem Kanal, am Freitagvormittag den Anruf bekommen. Wir sind jetzt bei einer Rechnung von 32.000 Euro. Ja. Und das haut einem um. Ehrlich gesagt, wir wissen auch noch nicht wirklich, wie wir diese Summe überhaupt auf die hinbekommen sollen. Aber Stück für Stück für Stück, weil ihr seid wahrscheinlich jetzt genauso irritiert wie wir, weil wir gesagt haben, wie kann denn das passieren? Wie kommen wir jetzt auf 32.000 Euro? Ja, Stefan, das ist dein Part. Das ist so technisch. Ich bin einfach nur, naja. Ja, also das Thema... warum wir ja eigentlich ein Motorproblem bekommen haben, ist einfach, weil wir entweder irgendwo bei der Tankstelle oder es ist halt irgendwann, hat sich das entwickelt, wie auch immer, uns die sogenannte Dieselpest reingeholt haben. Das sind Pilze, Hefe und Bakterien, die sich in dem Diesel bilden. Wir haben auch eine Dieselprobe, die zeigen wir euch nochmal, die blenden wir auch nochmal ein. Das hat sich jetzt auch abgesetzt, also diese, ja, es hat sich auch bewahrheitet, dass das halt so ein Dieselkrebs, sage ich mal, ist oder Dieselpest. Daraus ist entstanden, dass der Motor nicht mehr die richtige Verbrennung hatte. Folge davon war, dass der Turbolader und der Dieselpartikelfilter sich zersetzt haben. Stopp. Das ist der jetzt eine Aussage, die Werkstatt uns aber genau, stellt. Genau. Die Geschichte läuft eigentlich anders ab. Ja, okay, dann erzähl du. Ich weiß jetzt gerade nicht so weil genau, die, was du hinaus wolltest. Na, wir hatten ja, das habt ihr gesehen im letzten Teil, dass wir halt Schwierigkeiten hatten mit dem ganzen Fahrzeug. Also sprich, dass er qualmt. Da hat man dann eine Reparatur gemacht. Man hat ja diese Partikelfilter und den Turbolader ersetzt, weil der Turbolader Spiel hatte und genau, deshalb geölt hat. Geölt hat und deshalb ist der Dieselpartikelfilter kaputt gegangen. Stimmt, so rum war es. Dann ist der Fahrzeug in die Werkstatt gekommen, dann haben sie das alles erneuert und siehe da, er qualmt immer noch. Richtig. Dann haben sie in den Diesel reingetankt, haben ja uns vorgeworfen, also in Anführungszeichen vorgeworfen, wir hätten im Ausland falschen Diesel getankt. Wir können es nicht nachvollziehen. Ja, gefragt haben sie auf jeden Fall. Genau, wir können es nicht nachvollziehen, denn tatsächlich auch die Tankstelle, die wir im Hintergrund hatten, die kann es gar nicht gewesen sein nach den neuesten Erkenntnissen, die wir am Freitag gehört haben. Ja, es kann halt auch schon länger sein. Kann schon ewig sein, das heißt, jede Tankstelle hat uns also schlechten Diesel und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist jetzt Sachstand, dass sie ihn anlernen konnten. Ja, und, stimmt, den Dieselpartikelfilter konnten sie anlernen, richtig. Und jetzt wollten sie ja das ganze Diesel, also ganze Tank, also ich weiß nicht, wie man das nennt, dieses ganze System, wo man halt, wo der Diesel drin läuft, das musste erneuert werden. Genau, damit haben wir auch begonnen. Das heißt, der Wagen ist jetzt komplett zerpflückt. Und man hat aber dabei festgestellt, als man die, wie heißt denn das, die Injektoren rausgeholt hat, dass der Motor Schrott ist. So, da sind Teile reingegangen in den Motor, das war das Problem, was halt im Zylinder 1 und 4 dafür gesorgt hat, dass der dass da im Prinzip Verbrennung von Keramik, so hat die Werkstatt uns das gesagt, das sind so gelbliche Teile jetzt, die überall kleben, Ansaugbrücke, also überall kleben die drinne und halt auch in den Wänden und in den Verbrennungsräumen der Motoren. Oder des Motors. Und das ist halt das Problem. Man kann halt jetzt nicht gewiss sagen, dass da alles raus ist aus dem Motor. Also, dass das alles rausgeflogen ist. Und
Zudem ist es natürlich so, der Wagen wird dann anfangen, mehr Öl zu verbrauchen, weil die Wände halt ja Schrott sind. Also der Ölabstreifring kann dann auch nicht mehr richtig arbeiten. Das heißt, der Motor muss überholt werden. Und das ist das Ganze, was das jetzt so teuer macht. Sämtliche Teile vom Motor müssen erneuert werden. Also alles, was da dieses Abgassystem, beziehungsweise Abgassystem schon, diese Partikelfilter nochmal und so weiter, Turbolader. Und auch, wie heißt es, die ganze Ansaugbrücke, weil da ist das alles wieder zurückgekehrt, diese Keramikteile. Laut Aussage von der Werkstatt sind das Keramikteile, die aus dem, Von den Injektoren kommen. Von den Injektoren kommen oder diese Partikelfilter, wer weiß, wie auch immer. Also es zersetzt sich auf jeden Fall. Und das ist das ganze Problem, was das so teuer macht. Ja, wie es jetzt weitergeht, ist erstmal, wir haben eine andere Werkstatt gefragt, ob die das günstiger können. Unsere Werkstatt hat gesagt, dass wir halt, also sie hat uns Kostenvoranschlag dafür gemacht mit 32.000 Euro. Das ist erstmal eine Hausnummer. Inklusive Arbeit, also das ist der Arbeitslohn drin, weil wir die Frage jetzt gerade erst frisch bekommen haben. Ja. In dem anderen, das war rein die Preise der Materialien. Da war noch keine Arbeitssachen mit drin. Jetzt haben wir wirklich mal ein Angebot, was würde es kosten, das alles komplett erneuert neu zu machen. Also sprich, es für kommt mich ein überarbeiteter Motor. Es kommt alle Teile für den Motor. Für mich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ach so, okay. Rein vier technisch gesehen, das hast du mir gestern nochmal bestätigt, ja. Ist es ein wirtschaftlicher Totalschaden, den, Spoiler, keine Versicherung übernehmen wird, den du nicht einklagen kannst. Da kommen wir alles noch dazu, weil wir sind mit zig Leuten in Gespräch, wir sind aktuell immer noch mit durch einen Sachverständigen, der sich mit zwei Kfz-Sachverständigen austauscht, da in der Thematik drinne. Stand heute ist es im Moment nicht möglich, es nachzuweisen, dass es nicht von der Dieselpest kommt und dass dann Fiat die Kosten übernimmt. Also egal, wie es kaputt gegangen ist, wir haben im Moment keine Chancen. Das ist das Problem. Und wir versuchen jetzt einfach nur Schadensbegrenzung zu machen. Das ist erstmal das Erste, was wir tun wollen. Gucken wollen, ob uns eine andere Werkstatt da ein bisschen günstiger das Ganze machen kann. Wie wir das Geld aufkriegen sollen, das hast du schon gesagt. Das wissen wir im Moment selbst noch nicht so ganz genau. Das wird sich dann noch klären, wenn wir wissen, was die zweite Werkstatt sagt mit Kosten. Aber ich denke, dass wir mal locker auch bei 25.000 oder sowas landen. Also viel, viel günstiger wird es nicht werden, das glaube ich nicht. Also selbst die 10.000 Euro war schon also knapp. Erstmal ein Dank an die lieben Leute, die uns jetzt über Supersense oder auch über PayPal uns unterstützt haben. Das ist wirklich... Das hilft uns weiter, das, definitiv. Ja, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber der höhlt ihn nicht aus, sondern er hilft uns da. Ja. Und da würde ich auch noch herzlichen Dank, dass ihr da unterstützt. Was wir sagen, es ist hier kein Battle-Video, weil das sind wir nicht, das machen wir nicht. Wir freuen uns über jede Unterstützung, weil momentan, ich habe gar keinen Plan, selbst wenn wir 25.000 Euro hinkriegen sollen, weil das hat man nicht in der Portokasse, nicht wir. Nein. Und wir verdienen nicht schlecht, können wir sagen. Und trotzdem hat man es einfach nicht. Wir haben angespart für einen Schaden, für einen Reifen, für eine, für eine Bremse. Also dafür ist Geld da auch gewesen. Auch mal, wenn Kleinigkeiten am Motor sind, das ist jetzt nicht das Problem. Aber das übersteigt das Ganze das jetzt. Das übersteigt einfach. Ja, ich denke, jeder alles. Von euch hat ja auch wahrscheinlich, wenn er sich so ein Fahrzeug kauft oder sowas, dann auch nochmal einen kleinen Kredit dafür aufgenommen. Wir haben natürlich ordentlich was auch angezahlt, klar, aber ganz ohne Kredit ging es halt auch nicht. Das heißt, da läuft auch noch was. Das muss man ja dann auch noch überlegen, wie kann man sich das dann leisten. Also, falls jemand eine Unterstützung, die Fragen kamen ja immer wieder, uns im Prinzip unterstützen möchte, dann du blendest das nochmal ein, wo man das am besten machen kann. Ja, und ansonsten müssen wir jetzt erstmal gucken, wie es halt weitergeht. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was das Thema betrifft. Ja. Eins kann ich nur sagen, weil auch im letzten Video, auch den Gedanken haben wir gespielt. Wir fragen nicht nur einen Sachverständigen, wir gehen einfach zu den Autodoktoren. Ne? Ach ja. Zu Holger und Hans-Jürgen. Und weil die immer wieder solche Fälle vielleicht kennen. Ja, auch so weit waren wir am Freitag. Wir haben bei Kfz Parsch angerufen. Wir haben bei Faul Werkstatt in Köln angerufen. Wir haben keine Chance. Der Fiat Ducato in seiner Sache, wie wir den haben, kann von den Autodoktoren nicht geprüft werden. Ja, wir also wurden verwiesen an den Fiat Professional Service. Das ist halt leider das Problem, dass wir
dieses Fahrzeug oder dass diese neuen Fahrzeuge ja immer ein bisschen komplexer werden und das freie Werkstätten das auch nicht mehr unbedingt machen können? Zumindest ist jetzt die Annahme, wir wissen es nicht. Wie gesagt, wir haben bei beiden angerufen. Also, und ihr wisst, man kommt nicht zu Holger Paasch. Man kommt auch nicht Nein, zu Hans-Jürgen Faule. Das ist euch klar. Wir haben aber bei den Werkstätten angerufen, weil wir haben uns ja die Überführungskosten, die machen wir, das ist kein Problem. Das Geld werden wir investieren, um halt da die zweite Meinung zu bekommen. Keine Chance, die Autodoktoren können uns da definitiv nicht helfen. Wie gesagt, wir haben jetzt Gott sei Dank eine Werkstatt bei uns in der Nähe, die prüft das gerade, ob es noch anders möglich geht, also kostengünstiger. Genau, und das sind auch Leute, die mit den Fiat Ducatos, also die halt von dort kommen und auch mit Fiat Ducato sehr viel geschraubt haben. Also wir haben da noch eine Hoffnung, dass uns dort die Werkstatt, wo wir auch wirklich mit anderen Fahrzeugen schon immer hingefahren sind, weiterhelfen kann. Wie gesagt, wir sind nicht hingefahren, weil, das ist auch eine Sache, auch dass wir die ganzen Spülen und Reinigen. Das wir bringt bei uns ja nichts mehr, leider. Ja, jetzt nicht mehr, aber wir hatten eine Garantievorstellung. Jetzt können wir sagen, ja, scheiß auf die Garantie, die nützt uns gar nichts mehr, deshalb gehen wir auch den Schritt, eine andere Werkstatt zu machen. Kfz-Gutachter haben wir auch nochmal angerufen. Er hat das sich alles so angehört und sagt eigentlich, das wird extrem schwierig. Wir selber bezweifeln in Anteilen die Aussagen, die getroffen worden sind, die halt Fiat-technisch getroffen worden sind, weil wir einfach sagen können, das kann es nicht sein, dass diese Dieselpest so eine Auswirkung hat. Und Fiat ist für gewisse Sachen bekannt. Problem ist nur, es nachzuweisen. Ihr seht im Hintergrund das Bild von Buggy. Da würden wir jetzt gerne drin sitzen. Wir haben uns das Auto gekauft, um Reisen zu machen und ja, vielleicht auch ein Video für euch zu machen mit Tipps und auch für uns nochmal Reiseerinnerungen zu machen. Dieses Fahrzeug würde uns die nächsten 12 Monate und wenn nicht noch länger nicht zur Verfügung stehen, wenn wir jetzt nicht die Reparatur machen. Ja. Und Klageweg, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, eine Rechtsschutzversicherung kommt dann zum Tragen, wenn es auch wirklich die Erfolgschance relativ ist, also sie sollte mal bei 50% sein, unsere Erfolgschance dagegen zu klagen, weil jetzt müssten wir theoretisch müssten wir Fiat verklagen und das ist gar nicht so einfach, weil Fiat Cataro da im Mittelfeld steht, dass wir sagen können, die liegt bei nicht mal 1%. Da wird die Versicherung nicht eintreten. Das heißt, wir müssen in Vorleistung gehen und wenn wir das Ding verlieren, verlieren wir Geld. Wir wissen noch nicht mal, wie wir das Geld aufbringen wollen für die Reparatur. Und die Reparatur. Naja. Und dann noch die jetzt zu klagen. Es ist eine Arschsituation. Wie gesagt, jeder, der genügend Geld hat, der freut sich, dass er klagen kann. Aber wer ist es schon, der kleine Mann, der kann es. Sorry, wir können es nicht. Wir können nicht klagen und wir möchten unser Fahrzeug wieder haben. Inwiefern wir dann mit dem Fahrzeug noch weiter leben werden, das werden wir dann entscheiden. Jetzt wollen wir erstmal, dass das Ding repariert ist, um dann eine Entscheidung treffen zu können. Das ist aber jetzt der Sachstand. Morgen hören wir hoffentlich von der Werkstatt mehr. Ja. Von den beiden Gutachtern, die nochmal die auch dort befragt werden, mit entsprechenden Bildern, die wir ja zwischenzeitlich eingeblendet haben, dass ihr das auch mal seht. Genau, also ihr habt halt ja auch Bilder gesehen, wo man halt in den Motor reingucken konnte. Also genau. Wir haben da halt mit dem Endoskop mit der Werkstatt zusammen reingeguckt und ich habe da ein paar Bilder gemacht. Auch wenn sie nicht ganz scharf sind, aber da sind halt Schäden im Motor, das ist halt das Problem. Genau. Und wir sind nicht Kfz-Prüfer, Sachverständige, um das alles zu beurteilen. Dafür haben wir jetzt eine zweite Werkstatt angefragt. Wie gesagt, Stand jetzt ist der Motor komplett auseinandergenommen, also der Motor noch nicht, aber alles, was an dem Motor dran ist, die ganzen Teile sind erstmal auseinandergenommen. Ihr seht gerade ein Bild, wie er gerade draußen steht. Damit sind wir auf jeden Fall erstmal eingeschränkt. Eigentlich sollte gestern ein Video kommen, der zweite Teil unserer Österreich-Reise, weil wir wollten eigentlich wieder ein bisschen Reisevideos zeigen. Das zieht sich jetzt ein bisschen hin. Wir wissen noch nicht so, wann wir die jetzt veröffentlichen. Wir haben noch ein paar Videos in der Pipe, aber ist momentan schwierig, so aufs Normalgeschäft wieder umzuschwenken, wenn wir diese Riesensauerei gerade haben. Irgendwie wird es einen Weg weitergeben, wie der aussehen wird, wir werden es sehen. Wir hören jetzt erstmal, wie gesagt, was die Werkstatt sagt und dann... Ihr bleibt auf jeden Fall auf dem Kanal. Wir halten euch auf den Laufenden auf jeden Fall. Gerade nicht die Reiseflocker, sondern die Unglücksgraben Stefan und Marcel, ja, Kreuzfahrtcamper. Ich habe das Gefühl, wir sind auf der AIDA Luna, die hat auch so viele Schwierigkeiten gehabt. Oh, war ja. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ihr bleibt auf jeden Fall hoffentlich uns noch gewogen. Und ja,
Nicht wundern, die Kommentarfunktion ist wieder so eingeschaltet mit Moderation. Wir werden nicht jeden Kommentar zulassen, weil das war teilweise auch unter der Gürtellinie, was wir in dem anderen Video bekommen haben. Wir wünschen Ihnen das Glück, diesen Fehler, den wir haben, nie zu bekommen. Ja. Und ja, ich glaube, jetzt reicht es auch. Du wolltest schon lange aufhören, deshalb bleibt uns gewogen, bleibt uns bald gesund. Und dann passt sehen auf wir euch auf eure Autos auf. Auf eure Auto auf, nimmt Additive auf jeden Fall rein. Und dann sehen wir uns schon bald wieder, hoffentlich beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.